Ja, wir sitzen im Park mit dem Moderator und extrem politischen Menschen Ken Jebsen. Ich weiß gar nicht, ob ich extrem politisch bin. Tatsächlich? Wirklich? Ich hatte gerade wirklich den Eindruck, dass du total politisch bist. Ich glaube nicht, dass ich politischer bin, als ich das früher war. Nur ich rede halt jetzt drüber. Ich glaube, viele von uns, wenn man mit ihnen spricht, wenn man sich auf Themen anspricht, haben sofort eine Meinung dazu. Und sage ich, dann sag die doch. Das ist doch dein Job auch als Demokrat. Ich bin aber nur Lehrerin oder ich arbeite an der Tankstelle. Na und? Wir versuchen ja viele Leute auch anzufragen für dieses Thema. Und das Wort Politik alleine löst irgendwie Unbehagen und irgendwie so eine Stimmung aus, wo keiner mehr Lust hat, tatsächlich drüber zu sprechen. Ich glaube, da liegt ein großes Missverständnis vor. Wenn man Leute auf der Straße oder generell über Politik spricht, dann halt, ja, lass mich Ruhe in Politik. Die reden über Politik her. Das ist ja was ganz anderes. Politik machst du ja, wenn du in den Supermarkt gehst oder an eine Tankstelle oder wie du Urlaub machst, was du kaufst, was du nicht kaufst. Das ist Politik und das heißt, du kannst gar nicht unpolitisch sein, weil sich zu überlegen, wo ich meinen nächsten Urlaub verbringe, ob ich mit dem Flugzeug irgendwo nach Teneriffa jette oder vielleicht sage, nein, ich nehme die Bahn und fahre Skifahren. Das ist schon eine politische Entscheidung. Das hat ja Auswirkungen auf die Ökonomie, auf das Weltklima, auf alles Mögliche. Und das ist Politik. Von daher ist es absurd zu glauben, wenn ich mich nicht mit Politikern beschäftige, bin ich unpolitisch. Nur wenn du dich eben überhaupt nicht damit auseinandersetzt, dann bist du so ein Spielball wie bei dieser Lottomaschine, der hin und her gewirbelt wird. Mhm. Ich würde ganz gern das ein oder andere ein wenig mitmischen, mitkontrollieren und nicht nur ein Opfer von dem sein. Das ist aber ein totaler Gegenentwurf, gerade wo du das beschreibst, von vielen Sachen, die die Leute, die wir zuletzt zu Gast haben, beschrieben haben, nämlich tatsächlich ein Ausgeliefertsein, gerade vor der Wahl so an dieses, naja, eigentlich bringt das gar nichts, wir können einmal wählen, aber es gibt eh keine Alternative und eigentlich ist Politik sozusagen, kann überhaupt gar nichts in meinem Leben verändern. Wenn du sagst, das ist das, was die meisten sagen ja gar nichts. Die meisten haben ja auch gar keine Meinung. Die übernehmen ja Meinung. Das ist ja gar nicht ihre Meinung. Das ist ja, das habe ich irgendwo gelesen. Du weißt ja nichts wirklich selber. Du nimmst es aus den Massenmedien. Und dann bist du zu bequem, das zu überprüfen. Nur wenn ich zum Beispiel vor Schulklassen stehe ab und an, als Dozent und über irgendwas rede, stelle ich fest, da sind sehr viele 10- bis 18-Jährige, die haben solche Augen und sind total neugierig. Die wollen Dinge wissen, die wollen Verantwortung übernehmen, die wollen sich einbringen. Aber es kommt ja immer irgendjemand und sagt, hör zu, ich weiß das besser als du. Mach du mal das in der kurzen Zeit. Und dann kannst du in unserem System Karriere machen. Damit ein bisschen Stimmung aufkommt. Okay. Ist das nicht eine total neoliberale Haltung, zu sagen, jeder Einzelne muss Politik machen und man sagt einfach, die Politiker, von denen kann man eh nichts mehr erwarten und jeder Einzelne muss eigentlich das politische System verändern, wo wir doch in einer Repräsentation bis zu einem gewissen Maß leben. Also ich beauftrage jemanden, den ich wähle, der dann einen Job macht für mich. Wenn ich lebe als erwachsener Mensch, denke ich da jeden Morgen, darf ich das machen oder was sagt Angela Merkel dazu oder wer auch immer? Nein, das tue ich nicht. Ich gehe doch in den Supermarkt und sage, den Joghurt nehme ich. Okay? Und denke nicht, wie würde die CDU das interpretieren? Oder die FDP hat gesagt, ich soll dieses Stück Fleisch kaufen. Diese Politik interessiert mich doch den ganzen Tag über nicht. Nur alle 4 Jahre kommt dann irgendjemand und sagt, da muss man was machen, weil sonst ist man undemokratisch. So. Und dann sagt man, ich habe mich das ganze Jahr oder die letzten 4 Jahre überhaupt nicht damit beschäftigt. Ich kenne mich eh nicht aus. Ich weiß nur eins, da gab es den und den und den Skandal. Die sind alle doof. Kann man eh nichts machen. Okay, ich wähle vielleicht, damit man mir nichts vorwerfen kann. Ich gehe vorher zum Wahlomat. Die sagen mir dann, das geringere Übel. Okay? Aber ansonsten interessiert mich das nicht. Aber kann ich nicht viel mehr Dinge tun, die einen viel größeren Impact haben auf das tägliche Leben, die mit dieser Bundestagswahl nichts zu tun haben? Na klar. Ich kann mir jetzt mal die Frage stellen, wenn ich dieses Finanzsystem nicht unterstützen möchte, wenn ich diese systemrelevanten Banken ablehne, gibt es Alternativen zu systemrelevanten Banken? Muss es eine Großbank sein, die ihr Geld in Nahrungsmittelspekulation verdient? Oder gibt es Alternativen? Gibt es? Welche ist das? Da muss ich mich schlau machen, da kriege ich aber kein Geld dafür. Und dann muss ich wechseln, da kriege ich aber doch nicht die Prozente. Das habe ich gemacht. Oder aber Atomausstieg. Kann ich das schon machen, bevor das Angela Merkel beschließt? Oder kann ich schon viel früher machen, indem ich einfach sage, gibt es Strom, der definitiv 100% nicht Atomstrom ist, sondern Öko? Ja, dann gibt es. Wie heißt das? Muss ich mich schlau machen, kriege ich kein Geld. Dann suche ich den, dann finde ich den, dann kann ich aber nicht so viel Strom verbrauchen, weil der ist teurer. Kann ich meinen Stromverbrauch reduzieren? Das habe ich getan. Das heißt, ich kann das alles durchdeklinieren, nämlich den täglichen Konsum. Ich bin bestimmt kein Kommunist oder Sozialist. Was bin ich? Ich bin ein ganz normaler Typ, der sein Gehirn benutzt. Das ist leider heute schon die Ausnahme. Und ich kann nur jedem raten, und das sage ich meinen Kindern, widersprecht mir. Ich bin doch nicht der Hüter der Wahrheit, ich habe doch keine Ahnung. Aber ich probiere Dinge aus und ich teste Dinge. Und wenn ich Dinge teste und stelle fest, das, was man mir erzählt, wie es sei, das ist gar nicht so, dann fange ich an, Misstrauen zu entwickeln. Ich bin ein misstrauischer Mensch, aber ich bin nicht nur misstrauisch. Und das ist mein Job auch als Journalist, da den Finger in die Wunde zu legen, die sagen, das tut aber weh. Warum tut es denn weh? Weil hier etwas nicht stimmt. Und das, was nicht stimmt, müssen wir aussprechen. Und das ist der schmerzliche Prozess, nämlich, das weißt du jetzt und jetzt bist du in dem Moment, wo du es festgestellt hast, gefordert, etwas zu ändern. Und deswegen blende ich mich weg, damit ich sagen kann, ich habe es nicht gewusst. Ich habe es gewusst. Das lerne ich aus dem Dritten Reich. Das lerne ich aus der deutschen Vergangenheit. Das haben wir alles nicht gewusst. Ey, wir wissen genau, was läuft. Und jetzt kann ich mich nicht mehr aus der Nummer rausnehmen, aber solange ich mich nicht mit beschäftige, sage, das haben wir ja nicht gewusst. Wir wissen es. Sag mir noch zum Abschluss, gehst du wählen? Na klar.
Jeden Tag. Gehst du auch am 22. September hin? Ich wähle nicht das geringere Übel, ich wähle auch keine etablierte Partei. Okay, das heißt nein. Oder habe ich dich falsch verstanden? Ich gehe wählen. Du gehst wählen? Jeden Tag. Okay, danke. Bitte. Bitte.